Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic 3. Wir stehen hier immer noch an der Oase des Murt, wo wir diese beiden jungen Damen hier abholen sollen und nach Murasul bringen. Und ich würde sagen, wir schnacken mal mit dem guten Murat jetzt und verhandeln einen Preis für die Ladies aus. Wenn du Wasser kaufen willst, sprich mit den Sklaven. Was hast du anzubieten? Ich bin Sklavenhändler. Ich handle nur mit den schönsten Frauen des Landes. Sieh dir meine Ware an, dann wirst du sehen, dass ich nicht lüge. Geh ruhig näher heran und sprich mit dem Mädchen deiner Wahl. Ich bringe Grüße von Hamid. Hamid, mein alter Freund. Wie geht es ihm wohl? Er macht gute Geschäfte und er schickt dir dieses Amulett als Geschenk. Sehr schön. Das ist etwas ganz Besonderes. Aber nein, ich kann es nicht annehmen. Doch, du kannst. Du willst sein Geschenk nicht annehmen? Jedenfalls nicht, ohne auch Hamid ein Geschenk zu machen. Hier ist Hamids Amulett. Lass uns über dein Geschenk verhandeln. Warte, du bekommst 500 Goldstücke aus dem Schatz der Oase. Warte, nimm 1000 Goldstücke aus meinem persönlichen Schatz. Was ist denn das für ein Geschenk? Na schön, ich mache ihm die liebliche Jasmin zum Geschenk. Ich denke, das wird ihm gefallen. Dann sei es so. Bitte sorge dafür, dass Jasmin unversehrt Murasul erreicht. Jasmin hat ja echt einen guten Hüftschwung, wenn ich das so sehe. Aber es sieht schon ein bisschen weird aus, wie ihr hier sonst so mit den Armen rumfuchtelt, Mädels. Welch ein gut aussehender Mann. Bist du ein Händler aus Murasul? Nicht ganz. Nicht direkt. Schade, ich wäre so gerne die Frau eines reichen Händlers geworden. Die Frau des reichsten Händlers der Stadt zu sein, das wäre etwas für mich, meinst du nicht? Ich weiß ja nicht, meine Gute. Ich möchte Alima kaufen. Oh, eine 300 Goldstücke ist die nur wert. Wir haben über 500.000. Zahllose schöne Nächte bereiten. Der Stadtherr Gonzales selbst hat sie schon einmal ins Auge gefasst. Geh zu ihr. Sie wird dir von nun an folgen. Wieso gibt es hier nicht nur Tänzerinnen? Was ist denn, wenn ich jetzt so einen schnuckeligen Tänzer hier haben möchte? Oder tanzt du dann selber, Murat? Wobei, nee, danke. So. Ich bin die schönste Tänzerin des Landes, sagen sie. Ich bin des Tanzens müde. Ich hoffe, ich werde bald jemandem gehören, der nicht nur meine Tanzkünste bewundern will. Du könntest doch einfach frei sein. Wie wär's damit? Ich bring dich weg. Gut. Hier. Dann geben wir noch einen Heiltrank. Ich bring dich weg. Gut. Hier. So, mal gucken, ob wir mit den Damen jetzt auch in der Stadt ankommen. Das ist nämlich immer so das Problem. Und natürlich genau jetzt nach dem Laden haben wir hier einen Sandsturm und ich kann überhaupt nicht weit gucken. Das heißt, wenn uns die verloren gehen, dann habe ich ein Problem. Na ja, gut, gehen wir mal los. Und ich mache immer denselben Fehler. Ich meine, hier ist kein Aufgang. Und ich nehme immer dummerweise den längeren Weg. Ich glaube, ich gehe immer da rum und das ist immer falsch. Das heißt, wir gehen jetzt mal links rum hier. Natürlich sind da Crawler. Kommt. War so eine blöde Frage. Hat die Mod was an den Outfits verändert? Von denen? Kommt mir irgendwie so vor. Ich kann mich nicht entsinnen, dass die so große Brüste hatten zum Beispiel. Und die Mods, wie wir das von der Elhiver-Mod kennen, die schrauben ja auch gerne mal ein bisschen da rum. So. Kommt mit. Ja, so ist gut. Ich kann auch nach hinten gucken. Kommt nur, kommt nur. Oh, ich glaube, ich bin diesmal den richtigen Weg gegangen. Ich glaube, das ist immer mein Problem, ne? Seht ihr, es ist gar nicht so lang der Weg, aber ich gehe halt immer außen ganz rum, weil ich es verkacke. Und dabei gehen mir die dann immer verloren. Vorzugsweise Jasmin. Ach hier, warte mal, Mädels, wartet mal. Hier. Die Wachen sind erledigt.
Ausgezeichnet, Vater der Stärke. Natürlich hast du dir eine Belohnung verdient. Wenn du mir jetzt noch mein Gold wieder... Du bist auch so klug. Weißt du, du gibst mir Gold, nur um dein Gold von mir zurückzubekommen. Hier hast du deine 700 Goldmünzen zurück. Ich danke dir, Vater der Klugheit. Nimm dieses Wasser und einen Teil meines Goldes als Zeichen meiner Dankbarkeit. Meine Gebete begleiten dich auf allen verdorrten Wegen, die du gehen wirst, mein Freund. Oh, 5 noch, dann können wir sogar schon zu Gonzales. Bisschen nice. Na, wenn wir Alima noch bei ihm abgeben, dann dürfte es ja eigentlich genug sein. Wir müssen ja nochmal zu Yusuf, ne? Aber ich glaube, ich werde ihn nicht töten. Oder gibt das Ruf bei den Assassinen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe echt ein bisschen Angst, ich kriege nicht genug. Aber Lightsoul meinte jetzt zum Beispiel, dass man jetzt mit den ganzen Patches und Mods auch genug Ruf bei den Assassinen bekommen kann, ohne auch nur einen Wassermagier zu töten. Und das finde ich eigentlich tendenziell ganz gut. Ich habe dir jemanden mitgebracht. Die liebliche Jasmin. Endlich ist sie mein. Ich danke dir. Okay. Sohn des Mutes. Nimm das Gold und ich verbürge mich für dich bei Gonzales. Hey, aber es hat doch gar keinen Ruf. Ah, das... Moment. Das hat doch gar keinen Ruf hier gegeben. Das stimmt überhaupt nicht. Ihr lügt. Dank dir. Hamid ist ein aufrichtiger Kerl. Hier wird es mir gut gehen. Bist du dir sicher? Das klang gerade echt creepy, was der so von sich gegeben hat. Und du hast doch gesagt, du willst nicht mehr tanzen. Das Erste, was du machst, ist tanzen. Na gut. Viel Spaß, ihr beiden. So, Nasib. Wegen der Geschenke für Gonzales. Sprich, was hast du anzubieten? Ich bringe eine schöne Tänzerin. Hm, in der Tat. Eine Schönheit. Ein gutes Geschenk. Sie wird ihren Platz behalten? An der Seite meines Herrn finden. Und knuddeln oder so. So, Mädchen. Da sind wir. Ich danke dir, Herr. Dem reichsten Mann der Stadt zu gehören, bringt mich meinem Ziel ein großes Stück näher. Ich weiß gar nicht, kämpft sie mit, wenn man den Ort befreit und verprügelt sie dann Gonzales? Na dann, viel Glück dabei. Kann ich mit Gonzales sprechen? Gonzales ist sehr beeindruckt von deinen Taten. Wenn du mich fragst, wirst du es bei den Assassinen weit bringen, wenn du so weitermachst. Danke, das wollte ich hören. Geh am besten gleich zu ihm. Er erwartet dich. Was haben wir denn hier noch? Tempel, 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 alles Tempel. Okay, wir gehen zu Gonzales. Oh, der hat ja andere Klamotten an. Die sind ein bisschen golden gefärbt. Ruhe, Ningal. Das kenne ich. Ningal hätte auch eine längere Quest. Ich glaube, das ist die Quest hier dann mit den Erzrohlingen, die wir hier kriegen. Sie muss erstmal fegen. Och nö, hier ist eine schwere. Oh, die will ich. Hey! Fass das nicht an! Ich war es nicht! Ich war es doch nicht. Habe ich noch dieses Gruppenhypnose-Ding? Nee, ne, das hatte ich nur einmal. Wie soll man die Truhe denn kriegen? Dreimal Schlaf. Okay, er sieht mich. Bräuchte ein bisschen mehr Schlaf, man, tatsächlich. Und er legt sie immer dahin. Nochmal von vorne. Ist die schwere Armbrust die... Okay, damit haben wir jetzt nicht gerechnet, dafür, dass wir schon das Schwert der Ahnen bekommen haben. Nochmal von vorne. Abgebrochen. Was? 80 altes Wissen. Wir haben
135, wir können Schlaf lernen. Was war das? Moin. So, Gonzales. Kommst du zu mir, um mir ein Geschenk zu machen? Lassen wir das. Ich will mit dir reden. Hab ich dir schon. Na gut. Geben. Du hast es bis zu mir geschafft. Also soll deine Mühe auch belohnt werden. Lass uns reden. Erzähl mir was über die Orks. Sie werden von einem eisernen Willen angetrieben, der Junge, sie das mit dem Hals sieht ungesund hat. Bemitleidenswerte Kreaturen. Die Orks sind in die Wüste gekommen, obwohl sie das Klima und die heiße Sonne gar nicht vertragen. Wenn du mich fragst, werden alle im heißen Sand der Wüste verrecken, noch bevor der nächste Sommer naht. Ich mache mir Sorgen um die Nomaden und ihre geistigen Führer, die Wassermagier. Wo ist das Problem mit den Wassermagiern? Die Nomaden folgen ihnen und ihrem falschen Gott Adanos. Wir versklaven die Nomaden, trotzdem scheint ihre Zahl nur noch größer zu werden. Sie plündern Ich komisch, Häuser, ne? Weil ich meine, es gibt keine Frauen bei den Nomaden. Und habe nur eins also, im Sinn. Wie werden die mehr? Die Vertreibung unseres Volkes, der Assassinen aus der Wüste. Wenn wir ihre Führer, die Wassermagier, töten, wären sie nicht mehr so zuversichtlich und mutig. Drück ich das? Kriege ich dann irgendwas Böses bei den Wassermagiern? Ich warte mal damit noch. Ich will das ja eigentlich sowieso nicht machen. Aber das Geile ist ja dann auch wieder, ne, wenn ich jetzt ja mache, dann listet er mir alle Wassermagier mit Namen auf, die ich töten soll. So, natürlich kennt ihr halt alle Namen von denen. Ist halt auch wieder so typisch. So, Ningal. Du hast dich also um Morasul verdient gemacht. Ja. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Assassine Ramirez verschwunden ist. Ja. Was ist mit Ramirez? Er ist in die Ruinenfelder aufgebrochen. Aber bisher Hab's nicht in Gothic ist er 2 auch nicht Ramirez? Zurückgekommen. Er arbeitet für mich und ich will wissen, was los ist. Gut, ich kümmere mich darum. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dir die Kunst der Magie beibringen. Mhm. Okay. So. Warte mal, Schlaf ist... Wandlungsmagie, also Adanos. Na gut. Und sonst können wir nichts mit Gonzales machen, das ist ein bisschen traurig. So, das heißt, wir haben jetzt hier in der Stadt alles gemacht. Wir müssen zum Tempel... Das erfahren wir beim Tempel, das ist beim Tempel. Yusuf müssen wir noch finden, ist quasi auch beim Tempel in der Nähe. Und das auch am Tempel. Okay. Überlege, ob ich Anger mitnehme. Am besten als sie da raus. Überleg gerade, ob ich erstmal was anderes mache. Mir wurde nämlich noch ein Tipp geschrieben. Ich glaube, das mache ich mal kurz, bevor ich das nämlich wieder vergesse. Dafür müssen wir nach Montera. Denn in der Nähe der Stadt soll noch irgendwas sein, was durch... Huch, hallo? Schmuggler. Okay. Was durch Patches, Mods, keine Ahnung, dazugekommen ist. Das Ding ist, wo muss ich lang? Ich habe nämlich nur so eine ungefähr faire Wegbeschreibung bekommen. Was macht ihr denn hier? Euer Versteck hier ist nicht gerade sicher scheinbar. Ich sterbe! Weg mit der Waffe! Alter, ich habe euch gerade geholfen, ihr undankbaren Rebellen! Daryl hat ja ganz schön was auf die Nase gekriegt. So, ich glaube, wir müssen irgendwo hier an der Seite hoch. Bei der kaputten Mauer. Mir wurde gesagt, da ist halt im Vanilla... Einfach nur so ein leeres Plateau und jetzt scheint da irgendwas zu sein. Gucken wir doch mal.
Aha. Aha. Okay, hier ist nicht. Aber ich denke mal, die Ruine ist gemeint. Bücher mit Pfeilen? Okay. Und eine Schatzkiste. Abgebrochen. Ach, Schande. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Abgebrochen. Kettenhemd, Helm? Nur die tugendhaftesten Ritter können diesen Helm tragen. Alle anderen Leute nicht. Wenn die den aufsetzen, dann verbrennen die einfach. Schutzring? Mhm. Okay, nicht schlecht. Bisschen mehr Krempel zum Verkaufen. Kettenhaube nutzen uns leider nicht ganz so viel. Der Ring, ja, ist ganz okay. Apropos, warte mal. Habe ich das Amulett? Der Element. Ja. Gut, das gibt ein bisschen mehr Magie. Aber ich glaube, das Amulett der Elemente ist besser. Rüsten wir das mal aus. Ich hätte so gerne andere Rüstung, ne? Mir geht diese Nordmark-Klamotte jetzt echt auf den Keks mittlerweile. Aber wir können halt einfach noch keine gute Assassinenrüstung kaufen. Das ist ein bisschen schade. Möchte diese Rüstung haben. Elias Hand, das ist doch bestimmt eine krasse Rüstung. Das ist doch nie im Leben diese komische Jägerklamotte, die ich kaufen konnte, oder? Wer hat die nochmal verkauft? Weil dann will ich es einmal testen. Oh. Kafus ehemalige Wachen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kriegst doch eine fette Belohnung. Gonzales wird stolz auf uns sein. Danke. Fällt mir gerade ein. Meister Bogenschütze. Können wir lernen? Wer bringt uns das bei? Das möchte ich jetzt nämlich noch kurz mal lernen für den besseren Bogen. Bei Jens vielleicht? Gucken wir mal bei Jens. Moin, Silas. Die Jäger bei Silden vielleicht? Das ist ein Wolfsclan, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ach ja, wie habe ich dieses Wasserfallrauschen vermisst? Was spawnen die Hasen auch nach? Die habe ich doch hier alle bestimmt schon gekillt. So. Aha. Wie werde ich ein Meisterschütze? Der Bogen muss ein Teil von dir werden. Dein verlängerter Arm. Finde einen Rhythmus und folge ihm. Wenn dein Verstand, dein Herz und deine Atmung diesem Rhythmus folgt, werden deine Pfeile ihr Ziel finden. Ja, mein Verstand und Herz und alles sind eins. So, was brauchen wir denn jetzt noch für den anderen Bogen? 340? Fehlen noch 21. Was brauche ich doch? Muss ich noch irgendwas schmieden? Ich kann doch diese ganzen Perma-Sachen sicher alle aussaufen, oder? Wenn ich mit den Adern trennen, vielleicht noch irgendwas craften?
Hülle des Glücks. Oh, da muss ich auch nochmal nachgucken. Irgendjemand hatte mir den Tipp gegeben, wo es Rezept für das Drachenfleisch gibt. Das habe ich natürlich jetzt schon wieder vergessen. Wein. Ja, aber ich habe, glaube ich, nichts mehr für Minostros. Habe ich noch Goblinbeeren? Ich habe sogar noch 34. Die Frage ist, finden nie im Leben noch 13 Drachenwurzeln, ne? Wir könnten noch ein paar Tränke herstellen, tatsächlich. Machen wir mal. Wir gehen nach Geldern. Ich bin schade, dass man Laris übrigens nicht mitnehmen kann, jetzt wo ich gerade bei Geldern hier bin, wo er rumlungert. Ach ja, die waren ja orange. Huch, wer ist er dann? Hi. Ja, Marius. Alles klar. So, im Bala Fegasto konnten wir nicht mehr keine Dracheneier mehr haben. Ich glaube auch nicht, dass wir nochmal Drachen finden werden. Wobei ich noch 4 Herzen habe. Ich glaube, ich habe alle Drachen, ne? So, machen wir mal 5. Wir haben auch immer noch nicht dieses Eierstock-Item, ne? Wo wir, also mit dem wir den Trank verbessern können. Keine Ahnung, wo es das gibt. Oh, immer noch nicht genug. Will ich das? Ja, Eierstock. Ist der Eierstock vielleicht von... Nee, keine Ahnung. Ich habe gerade irgendwie gedacht, gibt's hier... Ich musste gerade an die Minecrawler-Königin denken, wegen Minecrawler-Eiern und sowas. Aber... Gibt's hier eine Minecrawler-Königin? Das können wir natürlich noch machen. Wir haben ja noch Drachenherzen. Ich glaube nicht, dass wir noch einen Bala Fegasto herstellen können. Vielleicht weiß das hier jemand. Kriege ich noch mal Dracheneier? Ich glaube es irgendwie nicht. Bei Minecrawler-Königin hat nicht vor x Folgen jemand was dazu geschrieben? Ich möchte mal ganz kurz was gucken. Ich reiß uns gerade so ein bisschen aus der Morasul-Story raus, aber... ihr kennt mich, ich vergesse sonst die Sachen wieder, wenn ich sie nicht sofort erledige. Ich möchte einmal zu der Höhle bei den Korndieben. Die war ja voll mit Untoten und Minecrawlern und Gargoyles und sowas. Ich meine, irgendjemand hatte geschrieben, dass da eine Minecrawler-Königin drin ist. Kann mich aber auch irren. Was ist denn hier los? Stirb! Was hast du jetzt davon? Au! Greifst du mich auch an? Hätte ich überhaupt nichts gemacht! Gold, das ist toll. Mal, tötet ihr die nicht? Waffe nehme ich mal lieber mit. Sie sind also ein bisschen dumm, ne, Mason? So, mal gucken, ob ich den Weg wieder finde. Sind aber die Snap. Der sah für einen kurzen Moment irgendwie... Was sind die so groß? Die sehen voll riesig aus. Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Ich bilde es mir vermutlich nur ein. So, was gab's jetzt hier?
Da sind wieder viel zu viele Gargoyles. Ja, genau. Wie ich ihn nicht treffe, wenn er seinen komischen Charge-Angriff da macht. Was zur Hölle? Ich meine, Schaden macht er jetzt auch nicht mehr, aber... Wieso treffe ich ihn nicht, wenn er so springt? Das ist ja mal voll frech. Und ich kann ja nicht immer was dagegen tun. So lächerlich. Hä? Was ist denn das für eine Technik, dass man die nicht treffen kann, wenn die diesen Angriff machen? Ich kann die nicht treffen, wenn der den Jump da macht. Das ist total lächerlich. Ich... Ach komm, wir rennen ja weiter. Das ist doch ein Witz. Man kann ja nicht mehr ausweichen. Oh Mann. Oh Mann. Da mit den Skeletten, da will ich mich an ihn nicht anlegen. Wieso bist du nur orange? Komm, jetzt einfach an die Wand. Ja, so will ich das haben. Dance für mich. Dance, dance, dance für mich. Ja, wenn das mit dem Ausweichen und alles nicht ist, dann gehen die sogar echt schnell down. Wieso seid ihr nur orange? Oh, one hit. Nicht gut. Höhlen-Minecrawler-Königin. Ich werde nicht mehr. Was machst du denn? Wieso hältst du so viel aus? Also die Minecrawler-Königin in Teil 1 war ja hübscher. Als du. Zack. Also 750. Minecrawler Ei? Brauche ich das für irgendwas? Doc. Man kriegt einen? Man kann doch bestimmt nicht mehrere Königinnen. Das heißt, man kann einen von diesen verstärkten Tränken machen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier. Da ist nichts zu. Da ist nichts zu holen. Warte, hier ist irgendwas links von mir hinter der Wand, was echt viel rumstampft. Wieso? Die sind nur orange, deswegen greifen die nicht an. Warum sind die nur orange? Das verstehe ich überhaupt nicht. Warum seid ihr nur orange? Oh, die Gargoyles machen halt nichts. Keine Ahnung, warum der jetzt was gemacht hat. Das ist extremst weird. Aber okay, nehmen wir mal einfach so hin. Vielleicht klappt es ja hier mit denen auch. Okay, wenn ich näher komme... Ist vorbei. Was bewacht ihr da? Ihr bewacht da irgendwas? Hä? Die verlieren dann aber auch ganz schnell wieder die Aggro. Das ist alles weird. Ach komm. Machen wir mal Meteor-Action. Bumm! Das hat weniger gemacht, als ich erwartet habe. Das hat sogar sehr viel weniger gemacht, als ich erwartet habe. Bumm! Okay, der Sound. Was geht mit dem Sound?
Und bumm! Alter, ich hätte echt Magier machen sollen. Das ist ja voll krass, wenn du einfach alles wegbasht. Nein! Das ist doch lächerlich! Es ist lächerlich! Ich treffe ihn nicht, das ist doch ein Witz! Ich treffe nicht! Kann ich wenigstens einer mal jetzt sterben? Also ich bin ja ganz froh, dass mit diesem komischen Kampfsystem hier die Viecher wenigstens keinen Damage mehr machen. Ich kann euch nicht jetzt... Nee, komm. Wir gehen mal eben hier vorne hin. Es hat doch so keinen Zweck. Treff nicht. Ich stehe vor dem Vieh, hau zu und triff's nicht. Ich hätte schon dreimal getötet. Okay, das ist mir zu doof. Dann geht das ja schneller. Oder auch nicht. Nochmal von vorne. Nee, mir hat sich's gelohnt. Oh. Nochmal von vorne. Möchte aber eigentlich gar nicht weiter die Höhle erkunden. Ich denke mal, das hier war schon meine Belohnung hier, die beiden Kisten. Und ich denke mal, ansonsten wird es hier nur irgendwelche Viecher geben. Daher gehen wir mal zurück nach Morosul und machen das dann beim nächsten Mal weiter. So, da wären wir. Das nächste Mal dran denken, ich möchte gerne noch den Trank machen. Den mir Jagdgeschick. Okay, Leute, dann würde ich sagen, was ist mit der heutigen Folge? Ich danke wie immer vielmals fürs Zusehen und für die ganzen Tipps. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns in der morgigen Folge wieder. Bis dahin und bye bye.